Karin, was mich noch interessiert, ist, was ist der Sinn hinter dem Programm, das ihr anbietet? Mhm. Also es soll eine altersgerechte Sensibilisierung geben zum Thema digitale Medien. Mhm. Sensibilisierung natürlich vor allem gegenüber den Risiken. Wir reden aber auch über Chancen. Also es ist mir auch ganz wichtig, dass das nicht nur alles schlecht ist. Und bei den Risiken geht es halt schon um verletzendes Verhalten beispielsweise oder Filme, die man sieht, die einem Angst gemacht haben, dass man mal über das reden kann. Mhm. Oder halt eben auch, dass vielleicht auch Kinder manchmal sagen, nach dem Gamen werde ich so verrückt oder aggro. Oder merke ich Gamen wirklich viel. Das ist ja vor allem auf der Oberstufe, wo sie sich das selber ein bisschen überprüfen und manchmal schon fragen, Frau Friedli, bin ich süchtig? Also wenn sie sich die Frage wirklich stellen, ist es echt ein viel. Ja. Und um die Themen geht es, eine Sensibilisierung, eine Auseinandersetzung mit dem. Und wie machen Sie das ganz genau? Also wie muss ich mir vorstellen? Wie passiert so etwas? Ja, also da geht es eben, tue ich dann einfach bei Zyklus S2, 3 schnell ein vorstellen, wie ich auch methodisch arbeite. Mhm. Das Wichtige daran ist sicher, dass ich alles analog mache. Aha. Also ich tue alles vom Digitalen ins Analoge, weil ich finde, eben, in dieser Welt passiert alles so unglaublich schnell. Man denkt gar nicht mehr darüber nach oder wir wissen auch, dass eben Risiken gar nicht mehr als Risiko wahrgenommen wird. Mhm. Also man sieht etwas, was einem Angst macht, aber man nimmt es gar nicht wahr. Es ist so schnell schon, aber vielleicht träumt man auch davon. So. Und im Analogen auch mal wieder darüber zu reden, hast du schon mal etwas gesehen, was dir Angst macht? Oh ja, ja, was kann man denn dann machen? Ist ein ganz wichtiger Teil zum Beispiel vom Programm. Also bewusste Entscheidung? Das war eine bewusste Entscheidung von mir. Es ist immer wieder eine Überraschung. Ja. Und die Lehrpersonen, wenn ich so in den Raum komme, sagen mir, hier ist ein Kombi, brauchst du den Beamer? Und ich sage, nein. Nein, so, ist ab gut. Und zu zeige ich mal ein kleines Filmchen, aber im Grunde genommen ist es wirklich analog. Schön. Ja.